Wir haben heute den 1. November 2021 und es ist mal wieder soweit. Der Digint hat uns eine neue Firmware zur Verfügung gestellt für den Sidewinder X1 und Genius. Und zwar, was haben wir neu? Ich gehe mal gerade hier runter und wir gucken es uns an. Das ist also die Software TFT Touch Version 1.27 und der Patch Nummer 6 vom 26. Oktober 2021. Ist also brandneu. Ich bin gespannt. Und ein paar Sachen hat er hier wohl auch gefixt. Dann gehe ich weiter runter. Wir überspringen das. Und ich gucke mal rüber zu Marlin. Tja, und gleichzeitig hat er uns die Marlin zur Verfügung gestellt. Und zwar in der Version 2.0.9.2 vom 5. Oktober 2021. Also auch gerade erstmal 3-4 Wochen her. Gut, ich werde mir auf jeden Fall die beiden Softwarestände jetzt neu auf meinen Sidewinder ziehen. Unterdessen gibt es ja auch sehr erfolgreich am Markt den Sidewinder X2 als Nachfolgemodell vom X1. Und offensichtlich wird ja immer wieder gefragt, der Digint. Und er schreibt hier etwas zur Kompatibilität. Und hier sagt er ganz klar, dass die Firmware-Version, die er hier anbietet, das sind ja 4 verschiedene Firmware-Versionen für den X1, unterscheidet sich, ob du einen automatischen Bed-Level-Sensor dran hast oder nicht. Und wenn ja, nach welcher Methode du den verkabelt hast, das hat natürlich Relevanz für das Setup der Marlin, welche Anschlüsse da benutzt werden. Aber, und er sagt hier ganz klar, dass diese Version, die er hier alle anbietet, nicht für den X2 sind, da der X2 ein komplett neues Mainboard hat. Und darauf ist das alles hier überhaupt nicht angepasst. Also versucht bitte keiner, hier von dem Digint die Version auf den X2 raufzuspielen. Wer trotzdem einen Genius hat, der kann mit leichten Änderungen, das beschreibt er auch hier, muss man sich aber neu kompilieren, das Ganze, die Bettgröße muss neu eingestellt werden, dann kann man sich diese Variante hier auch für den Genius selber anpassen. Ein paar andere Anwender haben das wohl auch schon gemacht, bieten das hier parallel zum Download auf anderen Thingiverse-Seiten an. Gut, also ich mache aber heute hier mit dem X1 weiter. Und deswegen gehe ich hier und gucke mir mal die Sync-Files an, die man sich herunterladen kann. Für mich hier relevant, da ich einen automatischen Bettsensor installiert habe. Ich gucke mal rein. Also hier das TFT-Firmware. Das ist die TFT-Firmware Patch 6. Da drücke ich mal auf Download. Das brauchen wir alle, egal ob jetzt hier Genius oder welche Sidewinder X1 Variante, das ist für alle identisch. Und dann geht es jetzt hier weiter. Und zwar, mal sehen, hier muss er mir den Text einwenden. So, das ist für BL Touch Standard Mode Z Min USRA, die benutze ich nicht. Das ist BL Touch Wexter Mode Z Max. Das ist die Variante Wexter und Z Max, die ich benutze. Deswegen gehe ich hier auf Download. Was haben wir denn noch? Nur zur Information. Das ist also die Version mit dem manuellen Bed-Leveling. Das heißt, einfach die Software-Version draufziehen und dann kann man manuell digital das Bed leveln und hat eine Bed-Level-Funktion drin für all diejenigen, die keinerlei automatischen Bed-Level-Sensor nachgerüstet haben. Gut, das wäre also die Variante, wenn man den Sidewinder X1 noch im Original-Setup hat, trotzdem diese schöne Funktion Bed Leveling nutzen möchte. Okay, und was haben wir hier noch? Standard, das ist die ohne Bed Leveling, ohne alles. Die Version wüsste nicht, das kann sich jemand draufziehen, der kein Bed Leveling benutzen möchte, aber diese neue Marlin haben möchte und auch die TFT dazu nutzt. Vorteile wie Linear Advanced und so weiter, damit die Ecken wären, das hat man natürlich hiermit jetzt auch. Okay, was haben wir hier noch? Cabling, wenn man den BL Touch mit dem Kabel, mit dem neuen Kabel durchzieht, also nicht nach Wexter benutzt. Und hier haben wir BL Touch Cabling, wenn man Kabel benutzt, aber auch die Wexter Methode mit Z Max. Und hier noch, also es ist spannend, was der hier alles jetzt hat. Ich denke, dass meine Variante nach Wexter mit Z Max hier jetzt die richtige war. Ich habe die beiden runtergeladen, entsippe die jetzt auf dem Computer
Und dann geht's auch schon weiter. Ich bereite mir jetzt die Daten vor. Hier sind meine beiden Software-Firmware-Pakete, die ich gerade vom Digent runtergeladen habe. Und zwar hier einmal das TFT und zum einen die Wexter-Methode ZMAX. Beide habe ich entzippt und hier sind sie jetzt. So, zur Vorbereitung, da ich die TFT-Touch-Firmware nachher im Display auch in deutscher Sprache benutzen möchte, bin ich hier ins Language Pack reingegangen, habe mir die Endung DE rausgesucht und die DE habe ich einfach kopiert und hier vorne in erster Linie, in erster Hierarchie nochmal eingefügt. So sieht das aus. Jetzt nehme ich dieses ganze Paket, kopiere mir dieses und speichere dieses auf eine leere SD-Karte, die nachher in den Sidewinder reinpasst. Die ist bei mir in diesem Fall ja 8 GB groß, die SD-Karte. Die sollte auch nicht viel größer sein. Irgendwann bei größeren Karten gibt es dann auch Probleme mit der Erkennbarkeit. Bis 16 GB habe ich auch schon getestet. 32 geht wohl auch. Aber da gibt es auch verschiedene Meinungen zu. Bloß Achtung eben, keine 128 GB Karten und so weiter verwenden. Das würde dann gegebenenfalls Probleme mit der Lesbarkeit geben. Gut, auf der SD-Karte sind die Sachen jetzt drauf, inklusive des Language Packs hier. Und jetzt kann ich die SD-Karte auswerfen und kann damit jetzt mein Display flashen. Ich habe ja schon eine Firmware-Variante drauf von dem Digint und auch einen automatischen Bed-Level-Sensor hier installiert gehabt. Und nun gehe ich nochmal rein, bevor ich das Ganze hier überspiele und ziehe mir hier die Werte einmal raus, indem ich hier auf Menü gehe, dann Parameter und Drucker. Und bei dem Drucker gehe ich hier nochmal unter Parameter und dann gehe ich hier runter auf Sensorversatz. Zack. Und hier sehen wir in X, das sind die 28 mm, in Y minus 15. Das ist der Versatz nach rechts und links und vorne und hinten jetzt mal. Also wo sitzt der automatische Bed-Level-Sensor, den ich da dran gebaut habe, nachgerüstet habe, im Vergleich zur Düse? In dem Fall ist er also 28 mm rechts von der Düse und 15 mm vor der Düse. Da sitzt er. Diese Werte brauche ich. Bevor ich die vergesse, die habe ich mir jetzt einmal notiert, denn die trage ich dann nachher, wenn die neue Marlin, die neue TFT drauf ist, gleich wieder ein. Den Z-Versatz hier, den haben wir ja digital ermittelt, hat der Drucker selbst ermittelt. Da werden wir nachher vielleicht wieder einen neuen Wert haben, vielleicht kommen wir auf den gleichen, aber ich fahre ja die Prozedur nochmal durch. Den Wert brauchen wir uns nicht merken. So, jetzt geht's weiter. Der Drucker muss ausgeschaltet sein und hier auf dieser kleinen SD-Karte sind also die neuen Firmware-Daten von dem Digint drauf und ich schiebe die rein. Die kleinen Metallpins zeigen hier links nach außen. Jetzt passt die SD-Karte rein und jetzt schalten wir einfach den Drucker wieder an. Die neue Firmware ist fertig installiert auf dem TFT Touch Display. Jetzt werde ich den Drucker noch einmal wieder ausschalten am Netzschalter hinten. Und den Drucker noch mal einschalten am Netzschalter. Gut, die neue Firmware begrüßt uns hier. Ich mache gleich mal eines, und zwar stellen wir hier auf die deutsche Sprache um, indem wir hier auf Menü gehen, Settings, Screen, Sprache, aha, und jetzt haben wir hier Deutsch zum Auswählen. Hätten wir auf der SD-Karte diese Deutschdatei.de nicht in die erste Reihe geschoben, dann wäre dieses hier nicht zum Auswählen gewesen. Und schon sind wir jetzt in der deutschen Menü. Oberfläche hier. So, ich mache jetzt noch mal eins, und zwar gehen wir mal gleich noch mal rein in den Drucker und in die Parameter. Hier haben wir uns ja den Sensorversatz soeben gemerkt und der ist auch nach dem Update der neuen Firmware des Touch Displays hier natürlich noch drin, weil diese Werte
sind ja auf der Hauptplatine im EEPROM gespeichert, in der Marlin. Und deswegen sind die natürlich jetzt noch vorhanden. Im nächsten Schritt jetzt aber, wenn wir die neue Marlin auf die Hauptplatine drauf, auf das Hauptmotherboard drauf tun hier, dann sind die dann entsprechend wieder weg und deswegen tragen wir die nachher wieder nach. Und man sieht, das hat nicht geschadet. Jetzt erst nehme ich die Karte raus. Die hätte ich jetzt schon vorher wieder rausnehmen können. Denn der Drucker, bei jedem Start checkt er, ob eine SD-Karte drin ist. Und wenn er einen neuen Softwarestand auf dieser Karte findet, dann würde er den installieren. Jetzt beim zweiten Starten hier bei mir hat er denselben Softwarestand gesehen. Deswegen hat er nicht nochmal angefangen, neu zu installieren. Okay, Karte ist raus. Perfekt. Der Drucker ist am Netzschalter hinten stromlos geschaltet und ich nehme mir jetzt hier mal dieses Drucker-USB-Anschlusskabel und das stecke ich jetzt hier auf der rechten Seite am Drucker ein. Das Druckerkabel steckt bereits in meinem Laptop drin und dann werden wir sehen. Wir werden sehen, dass der Drucker jetzt tatsächlich zu starten scheint. Also der bekommt über das USB-Kabel jetzt eine Stromversorgung für die Hauptplatine und für das Touch-Display und auch sogar der 3D-Touch-Sensor oben, der geht in den Selbsttest. Ja, fantastisch. Also obwohl der Netzschalter hinten noch ausgeschaltet ist. Gut, wir werden jetzt nach der neuen Methode, ich verlinke hier oben nochmal ein Video, Boden bleibt zu Methode, werden wir jetzt das Firmware-Upgrade auf die neue Marlin vollziehen. Das geht gut, wenn ihr vorher schon eine Digin-Software-Variante drauf habt. Wer hier noch die originale Werks-Firmware auf dem Sidewinder drauf hat und das probiert, da scheitern eigentlich alle und sagen, irgendwie kommt eine Fehlermeldung bei der Übertragung vom PC auf den Drucker, dass irgendeine Verbindung nicht funktioniert. Das ist merkwürdig, den richtigen Grund konnte noch keiner finden. Also wer das allererste Mal von der Werksfirmware kommend hier das Upgrade versucht, der sollte tatsächlich den Drucker einmal auf die Seite legen, den Deckel unten aufmachen und das TFT-Kabel abziehen. Ich habe dazu hier noch ein Video verlinkt, das ist die klassische Methode, wie man das macht. Okay, wer dann die Digin schon einmal drauf hatte und dann weitere Upgrades, so wie ich jetzt hier vollzieht, der hat es komfortabler, der kann den Drucker einfach so stehen lassen, denn wir haben hier jetzt eine Trennfunktion drin. Ich gehe jetzt mal ins Display rein, hier nochmal auf die Parameter, auf die Verbindungen und ich sage jetzt hier trennen. Und jetzt sagt er uns Verbindung getrennt. Das habt ihr wohl, wenn ihr die neue TFT-Software raufbringt, hier auch, wenn ihr von der Werksfirmware kommt, dann zeigt euch das an. Trotzdem funktioniert es irgendwie nicht. Fragt nicht warum, ich verstehe es nicht. So lasse ich den jetzt hier stehen. Jetzt wechsle ich zurück an den PC. Druckerkabel ist eingesteckt, Verbindung steht und ich öffne jetzt dann gleich Cura und dann ziehen wir die neue Firmware von Marlin drauf. Cura ist geöffnet, hier bei mir in dem Fall in der Version 4.1.1. Das schließen wir. Gut, was wir jetzt machen, ich gehe hier auf den Sidewinder, Drucker, Verwaltung, Firmware aktualisieren und benutzerdefinierte Firmware hochladen. Und jetzt gehe ich in den Ordner, den uns der Digin zur Verfügung gestellt hat. Da ist nur eine Hex drin, die öffne ich jetzt. Das ist jetzt in Echtzeit und wir sehen, das geht fix voran. Wer das zum allerersten Mal macht, da gibt es noch etwas zu beachten. Und zwar muss der PC, euer Laptop, was ihr habt, euer Windows-Rechner, erstmal überhaupt mit dem Drucker kommunizieren können. Da gibt es einen sogenannten CH341-Treiber. CH341. Guckt ein anderes Video von mir an, wo das Upgrade nochmal explizit gezeigt ist. Diesen Treiber braucht man generell einmal erstmal auf dem Rechner, damit der Rechner überhaupt mit dem Drucker kommunizieren kann. Diesen Treiber braucht ihr ja sowieso da drauf. Den kann man einfach eingeben bei Google und kann sich den dann hier irgendwie runterladen. Der ist an jeder Ecke online irgendwie zu finden. Und danach sollte dann auch der Drucker hier vom PC erkannt werden. Gut,
Firmware-Aktualisierung ist abgeschlossen, gehen wir auf Schließen und das war's. Die neue Marlin-Firmware ist drauf. Ich ziehe jetzt hier einfach das USB-Kabel aus dem Drucker. Damit ist der Drucker wieder komplett stromlos. Und ich schalte jetzt am Hauptschalter hinten meinen Drucker wieder ein. 230 Volt Netzspannung. Ich erwarte jetzt eine Fehlermeldung. Okay, so, da kam jetzt keine weitere Fehlermeldung. Ist sehr interessant. Ich hätte jetzt gedacht, dass er die Bed-Level-Daten jetzt nochmal neu braucht. Aber vielleicht hat er die sogar von vorher übernommen aus dem EEPROM. Bin mir da nicht sicher. Egal. Also, es ist keine weitere Fehlermeldung da. Jetzt schaue ich hier mal tatsächlich rein. Wir gehen ins Menü und wir gehen unter Parameter, Drucker. Na, hier die Parameter. Und was sagt uns hier der Sensorversatz? Aha. Hier hat er also jetzt wieder tatsächlich, wir sehen es, 28 mm minus 33, hier hat er, und bei Z0, hier hat er jetzt den Sensorversatz genommen, den der Digint für sich hier programmiert hat. Den hat er als Urwerte, als Standardwerte bei sich in der Marlin hinterlegt, der musste da irgendwas eintragen und da hat er den automatischen Bed-Level-Sensor-Versatz genommen, den er bei sich nutzt. Ich habe aber ja eine eigene Variante, indem ich den Sensor auf der rechten Seite der Düse montiert habe. Deswegen kommen bei mir andere Werte hier zustande. Und die muss ich jetzt einmal wieder korrigieren. So, und zwar ist das wie folgt. Ich habe mir diese Werte hier einmal zuvor notiert. Und ich komme tatsächlich hin beim X auf 28, ist ja putzig, das passt tatsächlich. Den Y habe ich bei mir auf minus 15 und okay, das bleibt. Und den Z-Versatz, den programmiere ich jetzt nicht ein, obwohl könnten wir eigentlich, aber den ermittle ich lieber gleich nochmal und überlasse das dem Sensor, den nochmal korrekt zu ermitteln. Wie wir das machen, zeige ich. Gut, jetzt gehen wir zurück. Dann müsste jetzt hier auch mal die Frage kommen, Einstellungen auf Speichern. Okay, im EEPROM speichern. Ja, wir wollen diese Einstellungen im EEPROM speichern. Gut, jetzt sind die also gestort. Ich gehe jetzt hier wieder zurück. So, ja, ich habe ja hier am Drucker diesen automatischen Bed-Level-Sensor, diesen 3D-Touch-Sensor verbaut und habe gerade ja gezeigt, wie der mechanisch hier montiert ist, 28 mm rechts von der Düse und 15 mm vor der Düse. Diese Platzierung haben wir jetzt schon eingetragen ins Menü. Jetzt müssen wir noch den Höhenversatz ermitteln von dem Triggerpunkt des Sensors, den Höhendifferenzabstand bis hier zur Düsenunterseite. Und das tragen wir nicht etwa ein, da gibt es auch keinen festen Wert, den jeder hat. Das können wir jetzt nur den Sensor selbst ermitteln lassen. Und dazu schauen wir hier nochmal aufs Display. Was wir zuallererst machen, wir heizen jetzt erstmal die Düse auf. Hier steht jetzt Düse und die ist auf 0 Grad. Wir können den hier jetzt in 10er Abschnitten machen und ich heize den jetzt hier einfach mal auf 200 Grad auf. Das geht schon los. Die Düse fängt jetzt an aufzuheizen. Wozu machen wir das? Wir wollen jetzt nämlich hier eine ganz saubere Düsenunterseite haben, weil wir den Abstand jetzt hier, den Versatz zum Sensor, austesten mit einem Stück Papier, was wir dazwischen schieben. Und da können wir um Himmels Willen jetzt nicht irgendwie einen alten, festgewordenen Filamentrückstand, einen Blob hier unten an der Düse gebrauchen. Deswegen heizen wir die Düse auf. Und wenn die gleich heiß geworden ist, das passiert hier, dann gehen wir jetzt zurück. Hier ist unser Startmenü, die Düse heizt weiter. Und ich gehe jetzt hier rein ins Menü unter Bewegungen. Dann gehen wir zum Vermessen und wir gehen hier auf den Sensorversatz. Der wird uns anzeigen, der Sensor ist jetzt geradeaus. Wir drücken hier unten einmal links unten die Taste. Wir sehen, der Extruder versetzt sich in Bewegung. Und genau in der Bettmitte, da wird der 3D-Sensor jetzt hier sich selbst ertasten. Das hat er jetzt schon einmal gemacht. Zur Sicherheit macht das jetzt noch ein zweites Mal.
Ich lasse es hier noch weiter vor scharf gestellt auf dem Display. Okay, jetzt hat der Sensor seinen Triggerpunkt angelernt für diesen Abschnitt und jetzt fährt er uns in die Bereitschaftsposition. Er fährt die Düse jetzt knapp übers Bett und wartet darauf, dass wir hier jetzt ein Stückchen Papier unter die Düse schieben. Und zwar steht hier drin Schimm 0,1 mm. Das heißt, er rechnet jetzt auch damit, dass wir irgendeine Abstandslehre benutzen, die 0,1 mm ist. Das ist üblicherweise ein normales Kopierpapier. Und die passt jetzt da auch ganz locker und flockig bei mir unten drunter hinweg. Und jetzt bin ich hier auf 0,01 mm. Das sind also 1/100 Werte auf und ab. Die Tasten benutzen wir. Und ich benutze jetzt hier ab. So, jetzt fahre ich hier 1/100 Millimeter runter. Okay, ich habe die Düse jetzt also hier runtergefahren. Ich bin schon bei 0,9 mm. Das geht mir jetzt noch ein klein bisschen zu straff hier. Die Düse ist unten sauber, weil sie heiß ist. Hat das Filament sich auch schön abgewischt. Gehen wir noch ein paar Hundertstel rauf. Ah, das geht hier schon schön. Und jetzt sitzt das hier wunderbar, das Blatt. Geht hier mit einem kleinen bisschen Reibung, geht das hier unten drunter. Ich kann das gut merken. Okay, das war's schon mit dem Versatz. Jetzt wollen wir den beibehalten. Was machen wir? Wir gehen hier auf die Taste weiter. Und dann ändert sich immer dieses Display hier. Zurücksetzen wollen wir nicht. Wir gehen nochmal weiter, bis hier Speichern kommt. Und jetzt drücken wir hier einmal auf Speichern. Sollen die Einstellungen gespeichert werden? Ja. Gut. Jetzt sind diese Einstellungen hier gespeichert. Das war es auch schon. So, jetzt gehen wir hier in der Maske zurück. Wir sehen, jetzt testet sich der Touchsensor hier noch einmal an, aus. Fährt noch einmal runter im Hintergrund. Hier sehen wir, momentan ist er noch auf ausgestellt. Die ganze Bed-Level-Funktion. Und jetzt sind wir perfekt. Die Bed-Level-Funktion geht auf an. Insofern haben wir das manuelle, das automatische Bed-Leveling jetzt auch aktiviert. Okay, soll die Heizung anbleiben? Die Heizung Abbruch, denn das Heizen soll nicht beendet werden. Jetzt gehen wir nochmal ins PID-Tuning. Das müssen wir verpflichtend einmal machen, bevor wir das zum ersten Mal losdrucken. Was macht das PID-Tuning? Das gleicht jetzt nochmal die Software mit der Hardware ab. Also die Hardware, die Heizpatrone und der Sensor für die, der Heizpatronensensor, der hier drin ist, der Thermistor, als auch der Bettsensor, der drin ist für die Heizung, die haben ja bestimmte mechanische, elektrische Eigenschaften von dem ganzen Aufheizverhalten hier. Und das jetzt einmal mit der Software abzugleichen in Marlin, das müssen wir einmal jetzt nochmal anstoßen. Das macht dann der Drucker aber automatisch. Wir gehen hier ins Menü. Wir gehen zu den Parametern, wir gehen zum Drucker, wir gehen zu Justage und da sehen wir das PID-Tuning. Da haben wir jetzt die Düse angewählt und die Düse wollen wir tunen. Hier müssen wir den hochtasten. Standardwert ist ja das meistens immer so bei 200 Grad, was wir an PLA so vielleicht drucken. Also bei 200 Grad Temperatur wollen wir die Düse eichen. Jetzt klicke ich hier auf Heizbett, das ist nämlich auf 0, wichtig, und das machen wir gleich hintereinander und das tunen wir hier auf 60 Grad. Düse auf 200, Bett auf 60 Grad und jetzt brauchen wir bloß noch Start drücken. Das dauert einige Zeit, wollen Sie weitermachen? Okay. So, und jetzt sagt er an, dass das PID-Tuning läuft. Jetzt gilt es einfach nur noch, diese Minuten, vielleicht 5 Minuten insgesamt, abzuwarten, bis der durch ist, dann noch einmal zu speichern. Hier im Display ist jetzt zu sehen bei diesem PID-Tuning, dass hier zuerst die Düse, also um die 200 Grad, immer ein bisschen höher heizt, bis 210 Grad, dann sich wieder abfallen lässt auf 190 Grad und dazwischen, da fährt er ja ein paar Intervalle, ja, und guckt dann, wie die Hardware mit der Software zusammen hier reagiert. Ja, während das PID-Tuning jetzt so vor sich hin läuft automatisch, erst die
Düse dann nachher, wenn er damit abgeschlossen ist, in verschiedenen Testintervallen, macht er das Gleiche mit dem Bett auch noch. Ja, währenddessen hören wir hier, dass es ziemlich Geräusch macht. Das ist dem geschuldet. Ich habe ja dieses Montage-Extruder-Teil hier für mich selbst umkonstruiert und jetzt hier den 3D-Touch-Sensor integriert. Das Teil gibt es gratis runterzuladen auf Thingiverse. So einen Sensor gibt es für etwa 20 Euro überall zu kaufen. Ich habe dazu hier ein eigenes Video verlinkt, wie man den nachrüstet. Naja, und bei dieser Nachrüstung habe ich hier auch gleich so einen neuen Lüfter verbaut, weil der nämlich schon ein längeres Lüfterkabel hier hatte, was man dann gleich anschließen konnte. Der Lüfter hat 5 Euro gekostet online. Dafür habe ich mir den bestellt und brauchte an den Kabel nicht rumlöten. Der zweite Vorteil, der gleich mit einhergegangen ist, wusste ich vorher nicht, aber stellt sich jetzt so raus, dieser Lüfter hier, ich habe den verlinkt auch in einem anderen Video, wo ich das beschrieben habe, der hat offensichtlich, obwohl auch 24 Volt, so wie der originale Lüfter, hat dieser Lüfter hier doch mehr Power. Das heißt, der ist ungefähr doppelte Power hat er etwa als der originale Lüfter. Das heißt, ich lasse den normal beim Drucken hier eigentlich bloß auf 50% laufen. Dann pustet er so wie der originale Lüfter. Jetzt hier eben beim PED-Tuning, da steuert Marlin den auf 100%, dann pustet der hier wie ein Orkan raus. Das Gute ist, der hat also diese kleinen Bauformen und den lasse ich normal auf 50% also laufen in Cura bei meinen normalen Drucken. Aber wenn ich es brauche, wirklich Miniaturen drucke, wo es arg um Kühlung geht, dann kann ich den bis 100% habe ich die Reserve noch hochziehen. Dann kommt hier wirklich ein Orkan raus aus der Düse. Ganz einmal frei. Dann ist er natürlich auch ein bisschen lauter, wie wir es eben gehört haben. Aber ich bin mit dem hier voll zufrieden mit diesem Setup. Ja, das ist alles für 5 Euro. So, dann wenn das PED-Tuning dann automatisch durchgelaufen ist, dann präsentiert uns der Drucker auch hier alles fertiggestellt. Soll er es speichern? Ja, selbstverständlich speichere das. Gut. Also, nochmal zusammengefasst, die neue TFT-Firmware ist hier drauf. Dann haben wir die neue Marlin mittels Cura hier nochmal drauf überspielt per USB-Kabel. Dann haben wir hier im Menü eingetragen den XY-Sensorversatz des Bed-Level-Sensors da oben. Und den Z-Versatz in der Höhe, den haben wir den Drucker hier ermitteln lassen mit unserer Blattunterschiebemethode. Gut. Jetzt haben wir noch das PED-Tuning einmal durchgeführt, damit die Temperaturen vom Bett und von der Düse mit der Software Marlin abgeglichen sind. Das passt. Und jetzt, was ich zum Schluss gerne nochmal mache, einfach weil es so schön ist, jetzt lasse ich das gesamte Bett hier mit meinem Sensor abtasten. Okay, dazu wichtig, werden wir erstmal die ganze Geschichte hier nochmal aufheizen. Und ich fahre die Düse jetzt hier auf 200 Grad hoch und das Bett auch nochmal auf 60 Grad. So, wieso machen wir das? Ja, die Düse ganz einfach, weil hier unten haben wir eventuell jetzt wieder ein paar Kunststoff-Blob-Reste dran und nicht, dass die hier vorher irgendwie raufquetschen aufs Bett oder irgendwas. Deswegen wollen wir eine heiße Düse haben, damit hier unten gar nichts im Wege ist. Und das Bett heizen wir auf die Standard 60 Grad, auf die wir zum Anfang des Druckes ja meist benutzen, damit sich hier, egal ob eine Glasplatte oder eine Aluplatte drin ist, damit die sich hier ein bisschen wölben kann, in den warmen Zustand begeben kann, dann schüsselt das mitunter hier eben noch ein bisschen anders. Und damit wir jetzt auch dann im warmen Zustand exakt präzise wirklich diese Messpunkte abtasten. Okay, so. Die Düse ist jetzt hier aufgeheizt, nee, die Betttemperatur haben wir erreicht, die Düse ist auch aufgeheizt, das ist prima. So, dann gehen wir jetzt hier zurück auf das Menü einmal. Zu Bewegungen, zu Vermessen und drücken hier dieses Bed Leveling und hier geht's jetzt auf Start.
Auf geht's zum ersten Testdruck, damit ich mir im Zweifel nicht gleich eine Riefe hier von der Düse über meine Druckplatte rüberziehe, nehme ich hier bei mir eine alte Druckplatte oder wie hier wende einfach meine Blechplatte auf die Unterseite, die sowieso nicht zum Drucken taugt. So kann ich nichts kaputt machen. Und jetzt geht's los. Die Purge-Line wird jetzt gezogen. Das sieht erstmal gut aus hier in meinem Fall, so wie ich es erwartet hätte. Gut, okay, ja, das passt. Also, das war ja nur der Test jetzt an der Stelle. Das haftet jetzt hier überhaupt nicht, weil offensichtlich mein Filament hier auf dieser Plattenunterseite, das ist jetzt kein Polyester mehr, überhaupt nicht haftet. Das ist aber auch alles völlig okay. Ich wollte ja nur testen, sind wir von der Höhe her so, dass wir hier nicht irgendwo Schramm haben, wir alles richtig eingestellt. Das sieht von der Dicke der Purge-Line jetzt auch gut aus. Jetzt kann ich mich an den richtigen Test ranwagen, kann die Platte wieder umdrehen. Und dann zeige ich euch noch was, was ich beim ersten Layer hier einstelle. Da justiere ich nämlich die Schichthöhe nach, übernehme das direkt in den EEPROM. Das geht super komfortabel mit dieser Digint Firmware hier. Nachdem ich jetzt mit dem ganzen Testen fertig bin und mit den Einstellungen, das passt soweit, jetzt würde ich auch wieder meine Steckdose aktivieren. Während des Prozesses hier, dass ich die Firmware einspiele und teste, habe ich diese Steckdose natürlich erstmal rausgenommen. Meine Sicherheitsabschaltsteckdose, hier, ich verlinke nochmal ein Video dazu, da kann man sehen, wo ich die her habe, welchen Vorteil die hat, dass die einfach automatisch abschaltet, wenn der Druck mit dem Drucker durch ist. Damit er nicht so lange in Standby steht hier unten unter Strom. Ja, die aktiviere ich jetzt wieder, weil ich ja mit dem normalen Drucken beginne. Ich möchte hier noch einmal jetzt reingehen ins Menü und dann gucke ich mir noch mal an unter Parameter hier die Info, was wir eigentlich haben, und ich sehe da System Digatech vom 5. Oktober 21. Aha, genau. 5. Oktober 21, das ist die aktuelle Marlin, die drauf ist, und die Version Digatech 1.027 vom Oktober, vom 26. Oktober ist als TFT drauf. Also beide Firmware, TFT und Marlin, sind hier aktuell drauf. Herrlich. Es gibt wahrscheinlich wenige Drucker und wenige Hersteller auf dem Markt, die das zulassen. Aber ich sage es nochmal, das verdanken wir dem Digint, der das kostenfrei im Internet zur Verfügung stellt, der sich da viel Mühe macht und die aktuellsten Marlin immer anpasst, sodass das wirklich alles herrlich funktioniert mit dem Sidewinder X1. Software ist für mich, also eine ausgereifte Software ist für mich heute mittlerweile bei technischen Geräten, die also auch eine Grundvoraussetzung, es nicht nützt nichts, eine gute Hardware zu haben, wenn die Software einfach Schrott ist. Und hier bei dem Sidewinder momentan passt alles zusammen. Die Hardware vom originalen Sidewinder ist zu 90% top, bis auf die Lüftergeschwindigkeit im Boden. Da kann man was dran ändern, habe ich hier auch getan. Und die Software, die kriegen wir mit eigenen Mitteln jetzt nochmal abgeredet. Insofern ist das für mich ein gelungener Drucker, den ich einfach liebe.